Schritte 5. Kursbuch. Ein Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Max Huber Verlag. CD 1. Lektion 1. Glück im Alltag. Folge 1. Schutzengel. Na, bist du müde, Nasir? Aha, ein bisschen. Einmal Huhn mit Joghurtsoße, einmal Huhn mit Ingwersoße und zwei Naan. Das ist die letzte Fahrt für heute. Ich mache jetzt auch Feierabend. Wohin soll ich das bringen? Zu Herrn Stieler, Augustenstraße 14, dritter Stock links. Moment mal, Augustenstraße? Das ist ja gleich bei mir um die Ecke. Da könntest du mich eigentlich mitnehmen, oder? Na klar. Giovanni? Giovanni? Ja? Ich gehe jetzt. Sperrst du dann zu? Ja, ja. Oh, ein Engel. Ist das etwa dein Schutzengel, Nasir? Aha. Glaubst du an Schutzengel, Maya? Na, ich weiß nicht. Nö, eigentlich nicht. Ich habe früher auch nicht daran geglaubt. Aber jetzt glaubst du daran, oder was? Aha. Weißt du, ich hatte da so ein unglaubliches Erlebnis. Ach ja? Erzähl doch mal. Also, das ist vor ein paar Jahren passiert, als ich in Österreich war. Es war im Sommer, im August. Ein sehr heißer Tag. Ich hatte frei und war baden am See. Am Nachmittag kamen plötzlich dunkle Wolken. Da bin ich sofort losgefahren. Ich war nämlich mit dem Rad unterwegs und wollte nicht nass werden. Verstehst du? Mhm, klar. Und dann? Tja, leider waren die Wolken schneller. Als es zu regnen anfing, habe ich einen trockenen Platz gesucht. Aber da war nichts. Nur ein großer Baum. Also habe ich mich unter den Baum gestellt. Da ging der Regen erst richtig los. Oh, das war wie unter der Dusche. Aber unter dem Baum war es trocken, oder? Ja, aber dann ist es passiert. Was? Was ist passiert? Es war wie eine Stimme. Eine Stimme? Ja, wie eine laute Stimme, die rief: Achtung, Nasir, lauf weg, schnell! Eine Stimme? Ich bin sofort losgelaufen. Dann hat's geknallt und ich bin gefallen. Und dann? Dann habe ich mich umgedreht. Und? Der Baum war umgefallen. Der Blitz hatte ihn voll getroffen. Wahnsinn. Da hast du aber echt Glück gehabt. Ah, kein Glück. Einen Schutzengel. Jetzt verstehst du bestimmt, warum ich... Nasir, pass auf! Ja, sagen Sie mal, sind Sie denn verrückt oder was? Sie können doch hier nicht einfach über die Straße laufen. Hey, Maya, der hat zu viel getrunken. Komm, lass uns weiterfahren, ist ja nichts passiert. Nee, du, ich steig hier aus. Ich wohne da vorne gleich um die Ecke. Ach so, na dann. Danke fürs Mitnehmen und für deine tolle Geschichte. Jetzt glaubst du auch an Schutzengel, was? Nö, kein bisschen. Das war kein Engel. Aber die Stimme. Ach, du hast dich einfach nur daran erinnert, dass man bei Gewitter nicht unter Bäume gehen soll. Und der Betrunkene eben, hatte der keinen Schutzengel? Das war kein Schutzengel. Das war ich. Aber Maya... Das Huhn wird kalt. Okay, bis morgen dann. Bis morgen. Tschüss. Thank you.
Schritt A, A5. Und Lukas? Lukas? Der hat mal wieder einen tollen Urlaub mit seinen Eltern. Hör mal, was der schreibt. Moment, da ist es. Hallo Marc, wie es mir geht, willst du wissen? Tja, ich bin mit meinen Eltern im Urlaub, diesmal beim Bergsteigen. Mein Vater hat gerade bemerkt, dass er seine Bergschuhe vergessen hat. Das Übliche also. Immer wenn wir in den letzten Jahren weggefahren sind, ist etwas schiefgegangen. Letztes Jahr, als wir nach Österreich gefahren sind, ist fast unser Haus abgebrannt. Seitdem glaubt mein Vater übrigens an Schutzengel. Das Jahr zuvor, als wir nach Mallorca fliegen wollten, haben wir das Flugzeug verpasst. Und erinnerst du dich noch an die Schwierigkeiten an der Grenze, als wir in die Türkei wollten und mein Vater seinen Ausweis vergessen hat? Der einzige Urlaub ohne Pannen war vor 2 Jahren, als wir auf Rügen waren. Dort hat es die ganze Zeit geregnet, aber daran war wenigstens nicht mein Vater schuld. Aber jedes Mal, wenn wir wieder nach Hause gekommen sind, haben meine Eltern gesagt, klasse Urlaub, und haben sich überlegt, wo man denn nächstes Jahr hinfahren könnte. Naja, noch 2 Wochen. Ciao, bis dann, Lukas. Echt ein cooler Urlaub, was? Schritt D, D1. Du, Egon, jetzt muss ich dir noch schnell erzählen, was mir gestern passiert ist. Gestern habe ich doch Uli beim Umzug geholfen. Ah, die Ulrike ist umgezogen? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, sag ich doch. Also, wir waren bei ihr vorm Haus und ich habe die lange Vorhangstange aus dem Umzugswagen geholt. Das war gar nicht so einfach, die ist nämlich ziemlich schwer. Und plötzlich gab's einen Ruck und dann einen Knall. Ach du liebe Zeit. Und? Naja, weißt du, Uli war gerade hinter mir und dummerweise hatte sie 2 Kartons auf dem Arm und darauf auch noch einen Blumentopf. Und genau den habe ich mit der Stange erwischt. Der ist dann runtergefallen und hat Waldi genau am Kopf getroffen. Das ist ja unglaublich. Der arme Hund. Warte, es wird noch besser. Waldi bekam natürlich einen Riesenschreck, kannst du dir ja vorstellen. Und hat Uli voller Panik ins Bein gebissen. Er hat deine beste Freundin gebissen? Ins Bein? Ja, sag ich doch. War's denn schlimm? Ich meine für Ulrike. Hat's geblutet? Nein, nein. Zum Glück hat er nur ganz leicht zugebissen. Ach so. Aber durch den Biss ist Uli erschrocken und hat die Kartons fallen lassen. Ach, und? In einem waren teure Weingläser. Oh nein. Und im anderen wertvolles altes Geschirr von Ulis Großmutter. So ein Mist. Was machst du denn jetzt? Hoffentlich hast du eine Haftpflichtversicherung. Ja, schon, aber... Mit denen musst du dich gleich in Verbindung setzen und den Schaden melden. Ach, sowas hasse ich. Kannst du mir vielleicht dabei helfen? Ich? Also, weißt du... Schritt E, E3. Interview 1. Hallo und herzlich willkommen bei Radioplex. Wir bringen schnelle Interviews zu aktuellen Themen. Am Mikrofon begrüßt euch Harry Haller. Heute stehe ich auf dem Bahnhofsplatz und gleich wird's hier total mystisch, denn ich möchte mehr über Glücksbringer, Amulette und Rituale wissen. Hallo? Hallo? Ja, bitte? Wie heißt du? Ich bin die Brigitte. Und du glaubst an die Kraft von Glücksbringern, Brigitte? Na klar glaube ich dran. Ich habe sogar mehrere davon. Hier, dieser Schlüsselanhänger zum Beispiel. Den habe ich in einem Kaufhaus in Graz gekauft. Ich habe ihn noch nie zu Hause gelassen. Und er hat dir wirklich schon mal Glück gebracht? Na klar. Gleich als ich ihn damals gekauft habe. Mein Freund hatte mich gerade verlassen und ich habe mich total einsam gefühlt. Aha. Und dann? Es war irre. Ich habe den Anhänger gekauft und 5 Minuten später habe ich einen wahnsinnig tollen Mann kennengelernt. Wow, hast du noch mehr solche Glücksbringer? Natürlich. Das Herzerl da. Ein rotes Feuerzeug, diese kleine Nagelfeile. Sowas könnte ich auch gebrauchen. Nein, hergeben tue ich keinen. Das bringt Unglück. Du musst dir schon selbst einen besorgen. Okay, mache ich. Vielen Dank, Brigitte. Und hier steht auch schon mein nächster Interviewpartner. Wie ist dein Name? Interview 2. Ich bin der Nick. Hi Nick. Gibt's in deinem Leben auch geheimnisvolle Glücksbringer oder Rituale? Also, einen Glücksbringer habe ich nicht, aber ein Ritual schon.
Ja? Was denn für eins? Ich zieh mir beim Fußballspielen zuerst den linken Schuh an. Hey, warum denn das? Ganz einfach. Immer wenn ich den linken Schuh zuerst anziehe, gewinnen wir. Ach wirklich? Dann gewinnt ihr also immer? Nö. Letzte Woche habe ich in der Eile zuerst den rechten Schuh angezogen. Ja, und? Glaub's oder glaub's nicht, wir haben 3-0 verloren. Erstaunlich. Das war Nick. Vielen Dank. Und wen haben wir da? Interview 3. Gebhardt. Mein Name ist Gebhardt. Frau Gebhardt, was sagen Sie zum Thema Glücksbringer? Sehen Sie diesen Ring? Den hat meine Oma vor 40 Jahren meiner Mutter gegeben. Dann ist sie gestorben. Vor 20 Jahren hat meine Mutter den Ring an mich weitergegeben. Und jetzt? Haben Sie Angst, dass Sie ihn verlieren? Nein, nein. Ich habe ihn immer an, wissen Sie? Er erinnert mich an meine Mutter. Sie passt irgendwie auf mich auf. Und wenn ich ihn mal nicht anhabe, also vergessen habe, dann fühle ich mich ganz nackt und ungeschützt. Tja, so hat halt jeder seine eigene Vorstellung von einem Glücksbringer. Das war's für heute von Radio Plex. Bis morgen dann. Gleiche Zeit, aber neues Thema. Ciao. Lektion 2. Unterhaltung. Folge 2. Star Wars. Was willst du, Fremder? Ich bringe das Essen. Ach so, ja. Komm rein. Stell's einfach dahin, da auf das Tischchen, okay? Es macht 24,80 Euro, bitte. Ach so, ja klar. Moment mal bitte. Einmal Papadum, einmal Chicken Tikka, einmal Lamm Curry und noch der Reis. Hey, hallo, ich bin die Bettina. Hallo, ich heiße Nasir. Nasir, schöner Name. Du, ich muss dich mal was fragen, Nasir. Ja, bitte? Bei Star Wars. Du kennst doch Star Wars? Star Wars. Star Wars, ja, ja. Du weißt doch, dass es da alte Filme gibt und neue. Mhm. Welche findest du denn besser? Ich? Ich weiß nicht. Aber du hast doch beide gesehen. Die alten und die neuen. Ja, schon. Und du weißt nicht, welche du besser findest, obwohl du beide gesehen hast? Naja, eigentlich bin ich ja der Meinung, dass... Sag mal, Bettina, hast du noch Geld? Geld? Wieso denn? Wieso? Siehst du das da? Na und? Das ist das Essen, das wir bestellt haben. Es kostet 24,80 Euro. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Das ist nicht das Essen, das wir bestellt haben. Du hast es bestellt. Ich wollte ins Kino. Und jetzt soll ich auch noch bezahlen, obwohl ich gar keinen Hunger habe.
Ja, ja, ja. Ist ja gut. Machst du jetzt mal bitte? Okay, meinetwegen. Nasir, die Sache, über die wir gerade gesprochen haben. Also, deine Meinung dazu interessiert mich sehr. Glaubst du wirklich, dass ihnen die Neuen besser gefallen? Na klar! Quatsch! Die alten Filme sind doch 10-mal besser, oder? Findest du nicht? Ja, das ist schon möglich, aber ich... Hörst du, Tina? Er mag auch die alten lieber. Unsinn! Hat er das gesagt, oder was? Hat er. Moment mal. Ich möchte... Das stimmt doch gar nicht. Doch. Darf ich jetzt bitte... Außerdem ist es nicht wahr. Nur Idioten finden die alten Filme besser. Da irrst du dich aber gewaltig. Hallo, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Gute und Böse kämpfen und am Schluss gewinnen die Guten. Hä? So ist es doch bei Star Wars, oder? Bei den Alten und bei den Neuen. Wisst ihr, sowas langweilt mich. Im Film und auch im Leben. Aber Moment, aber... jetzt red ich. Ihr streitet und streitet. Und ich muss warten, obwohl ich überhaupt keine Zeit habe. Ja, aber... Nix aber! Könnte ich jetzt vielleicht endlich mal mein Geld haben? Hier, da. Die 20 Cent kannst du behalten. Vielen Dank. Übrigens, euer Essen wird kalt. Tschüss! Wieso denn? Ich finde, er hat völlig recht. In Wirklichkeit geht es doch gar nicht um die Filme. So? Um was geht es denn dann? Du willst immer recht haben. Das ist es. Ach, hör doch auf. Ich kann deinen Quatsch nicht mehr hören. Du willst es nicht hören, weil es die Wahrheit ist. Die Wahrheit? Ha, du spinnst ja. Die Wahrheit. Ja, ja, ja. Schritt A, A1, A. Die finde ich ziemlich langweilig. Wie bitte? Die sind überhaupt nicht langweilig. Im Gegenteil, die sind total spannend. Echt super. B. Wie kann man nur so einen Film machen? Der war doch wirklich langweilig. Langweilig? Ich verstehe dich nicht. Das war doch eine besonders schöne Liebesgeschichte. Naja, das Ende war ziemlich traurig, das stimmt. Das fand ich auch nicht so gut. Schritt A, A2. In den USA sorgt er schon seit Wochen für ausverkaufte Kinos. Seit Donnerstag läuft der Film nun endlich auch in unseren Kinos. Unterwegs nach Cold Mountain. Nach den widersprüchlichen Meinungen der Kritik interessiert uns jetzt vor allem die Stimmung im Publikum. Wir stehen hier vor dem City. Die Vorstellung ist gerade zu Ende. Wie hat Ihnen der Film gefallen? Naja, schöne Bilder. Gute Kamera, aber trotzdem. Es hat mir nicht so gut gefallen. So einen ernsten Film hatte ich eigentlich nicht erwartet. Ja, das stimmt. Der Film war ziemlich ernst, aber auch total spannend. Und die Kidman sah einfach super aus. Was? Super? So ein Unsinn. Die sah doch furchtbar aus. Außerdem wirkt sie mal wieder ziemlich arrogant, finde ich. Mir ist das egal. Ich finde sie trotzdem eine besonders tolle Schauspielerin. Genau. Die Kidman ist fantastisch, wie immer. Aber Jude Law war nicht so toll. Er sieht zwar ganz gut aus, aber er ist doch vom Typ her ziemlich langweilig. Naja, aber insgesamt fand ich den Film schon gut und... Nö. Ich finde, der Film war einfach nur schlecht. Überhaupt nicht lustig. Kein bisschen Spannung. Die Geschichte total blöd. So ein Quatsch? Die hat ja keine Ahnung. Ein Film, der die Gemüter erregt. Seit Donnerstag auch in unseren Kinos. Haben Sie unterwegs nach Cold Mountain schon gesehen? Dann sagen Sie uns doch, wie er Ihnen gefallen hat. Und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück das Original-Filmposter und zwei Freikarten für einen Film Ihrer Wahl im Kino Ihrer Wahl.
Rufen Sie gleich an unter 0800 29 29 488. Schritt B, B2. Och, ich gehe da eigentlich ziemlich selten rein, obwohl so ein Kinobesuch ja schon auch ganz nett sein kann. Aber andererseits, heute kriegst du jeden Film kurz nach der Premiere schon in der Videothek. Das ist auch billiger als im Kino. Und außerdem auch noch bequemer, weil du den Film dann anschauen kannst, wann du willst und so oft du willst. Und gemütlicher ist es zu Hause auch. Naja, manchmal sind die Kinder ziemlich laut. Oder das Telefon klingelt. Das stört schon mal, klar. Oder wenn Besuch kommt, dann kannst du den Film nicht zu Ende gucken. Ich gehe ziemlich oft ins Kino, obwohl es mir wirklich zu teuer ist und mir die anderen Zuschauer oft auf die Nerven gehen. Aber ich gehe trotzdem hin, weil man die Filme dort einfach ganz anders genießen kann. Das große Bild, die Dunkelheit, die Musik. So erlebt man einen Film doch gleich ganz anders. Dabei bin ich eigentlich ein bequemer Mensch und bleibe sonst lieber zu Hause. Ich gehe nicht so oft ins Kino, weil ich nach der Arbeit meistens zu müde bin. Ich habe dann einfach keine Lust mehr, noch wegzugehen. Außerdem finde ich Fernsehen sowieso praktischer, weil man da einfach auf ein anderes Programm umschalten kann, wenn einem der Film nicht gefällt. Obwohl ich zugeben muss, dass man die Filme im Kino viel intensiver und schöner erlebt. Schritt C, C2, A. Nö, da gehe ich nicht mit. Da kannst du allein reingehen. Wieso denn? Das verstehe ich nicht. Das ist der Film, den alle gut finden. Ja, eben. Genau deswegen gehe ich nicht rein. Ach. B. Sag mal, kennst du den Film, der auf dem Festival die meisten Preise gewonnen hat? Nö. Was? Du kennst den neuesten Film von Mario Reis noch nicht? Nö. Wer ist Mario Reis? Aber Mario Reis! Mario Reis ist doch... Mario Reis ist jedenfalls nicht der Mann, der mich am meisten langweilt. C. Na, Mama? Hast du das Buch gelesen, das ich dir geschenkt habe? Das Buch? Ach so, ja, natürlich. Und? Also, das Thema fand ich spannend, aber die Sprache, irgendwas stört mich daran. Zu modern vielleicht? Na, weißt du, so alt bin ich nun auch wieder nicht. D. Du, guck mal, Rita, da hinten sitzt doch die Schauspielerin, die letztes Jahr einen Oscar bekommen hat. Quatsch, das ist Therese Erbstobler vom Bauerntheater. Ich weiß, aber ihr kleiner Sohn heißt doch Oscar. Hä? Du und deine blöden Witze. E. Meine Güte, dass ich mich nie an Namen erinnern kann. Sophia? Ja? Komm, hilf mir mal. Wie heißen die drei Schauspieler, die der Kritiker gestern so gelobt hat? Welcher Kritiker? Ach, vergiss es. Ja, was denn? Schritt C, C3, A. Wo ist denn das Kinoprogramm? Welches Kinoprogramm? Na das hier auf dem Tisch war. Keine Ahnung. B. Holst du bitte den Film ab, den ich gestern in der Videothek bestellt habe? Mal sehen. Eigentlich habe ich keine Zeit. Schritt C, C4. Gespräch 1. Du kennst doch diesen Schauspieler. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Naja, egal. Den Schauspieler auf jeden Fall, dem man seinen Rolls-Royce weggenommen hat. Ach, den meinst du? Und? Hat er ihn wieder? Nee, er hat sich stattdessen ein Fahrrad gekauft. Nein, diese Schauspieler. Gespräch 2.
Hast du den Artikel gelesen über das Fußballteam, dem man nach dem Spiel gegen Real 100.000 Euro in bar geschickt hat? Ja, und? Ich möchte wirklich wissen, wer das war. Was siehst du mich so an? Ich war's nicht. Gespräch 3. Die schreiben hier von einer Jazzsängerin, der jemand per Post 1000 Rosen geschickt hat. Das ist ja ziemlich verrückt. 1000 Rosen? Manche Frauen wären froh, wenn sie eine bekommen würden. Gespräch 4. Das ist ja ein Ding. Was denn? Hast du das schon gelesen von den drei Sportlerinnen, denen man im Fernsehen beim Duschen zugeschaut hat? Ja, toll. Guck mal Shampoo-Werbung, da kannst du jeden Tag einem Dutzend Sportlerinnen beim Duschen zusehen. Lektion 3. Gesund bleiben. Folge 3. Bandscheiben. Bollmann. Ah, da. Ja, hallo? Pizza Curry. Ich bringe ihr Essen. Ah ja, kommen Sie rauf. Die Pizza, das ging aber schnell. Oh, was ist? Was fehlt Ihnen denn? Ach, nichts. Der Rücken tut mir weh. Oh je, Sie Armer. Verspannte Schultern? Wahrscheinlich vom vielen Autofahren. Nein, nicht die Schultern. Es ist weiter unten. Hier habe ich Schmerzen. Oh, das klingt nach Bandscheiben. Bandscheiben? Ja, genau das gleiche Problem hatte ich auch mal. Ach, bitte kommen Sie doch rein. Bitte Ihr Geld. Danke. Ah. So jung und schon Bandscheibenprobleme. Dagegen müssen Sie unbedingt was tun. Ja, aber was? Können Sie mir einen Rat geben? Wissen Sie vielleicht ein gutes Medikament? Oh, passen Sie bloß mit Medikamenten auf. Damit habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn Sie da nicht aufpassen, bekommen Sie noch mehr Probleme, verstehen Sie? Und es hilft auch nichts. Am Ende werden Sie dann trotzdem operiert. Und was würden Sie mir empfehlen? Das Wichtigste ist die Entspannung des Rückens. Das können Sie überall selbst machen. Da, legen Sie sich da mal drauf. Was? Habe ich Sie richtig verstanden? Ich soll mich auf Ihren Tisch legen? Ja, natürlich. Hängen Sie Ihr Sakko da über den Stuhl. Na los. Also ich weiß nicht. Hören Sie auf den Rat einer Spezialistin. Mit Bandscheibenproblemen kenne ich mich wirklich aus. Ich bin gelernte Krankengymnastin. Aber Ihre Pizza wird kalt. Keine Sorge, die esse ich nebenbei. Nein, nicht mit dem Rücken. Mit dem Bauch nach unten. Mit dem Bauch?
Sie müssen sich nur einfach umdrehen. Genau. Und jetzt? Jetzt nach vorne. Ja, noch weiter. Sehr schön. Und jetzt den Oberkörper hängen lassen. Entschuldigen Sie, was meinen Sie mit hängen lassen? Der Oberkörper muss über die Kante des Tisches nach unten hängen. Aha. Das ist sehr wichtig. Nur die Beine und der Po bleiben oben. Richtig, so wird das gemacht. Na, wie fühlen Sie sich jetzt? Das ist gut. Das ist sehr gut. Die Schmerzen sind weg. Na, sehen Sie. Diese Übung können Sie überall machen, wo ein Tisch ist. Sie haben doch einen Tisch zu Hause? Na klar. Entschuldigung, könnten Sie mir mal mein Handy geben? Steckt in meiner Jacke. Ja? Hier Nasir? Nasir, sag mal, was ist los? Wo bleibst du so lange? Was machst du eigentlich? Ich liege hier auf Frau Bollmanns Küchentisch. Was? Du, ich sag dir, das ist toll für die Bandscheiben. Ich krieg die Krise. Was ist? Was passiert? Er liegt bei Frau Bollmann auf dem Tisch. Hä? Auf dem Tisch? Was ist denn mit ihm los? Keine Ahnung, was mit Nasir los ist. Aber Nasirs Bandscheiben geht es gut. Aha, schön. Schritt A, A3. Setzen Sie sich ganz bequem hin und lassen Sie alle Ihre Muskeln locker werden. Atmen Sie ein paar Mal ruhig und tief durch und schließen Sie dann die Augen. Und nun eine Übung zur Dehnung der Brust. Heben Sie einen Arm über den Kopf. Drücken Sie die andere Hand gegen die Hand Ihres Partners. Und drücken und drücken. Und drücken und drücken und drücken und drücken und drücken. Nun lassen Sie locker und entspannen sich wieder. Und nun eine Übung zur Entspannung des Gesichts. Schneiden Sie eine Grimasse. Runzeln Sie die Stirn. Ziehen Sie die Nase hoch. Nun lassen Sie locker und entspannen sich wieder. Und gleich geht's weiter mit der nächsten Übung zur Dehnung Ihres Oberschenkelmuskels. Schritt B, B1. So jung und schon Bandscheibenprobleme. Dagegen müssen Sie unbedingt was tun. Ja, aber was? Können Sie mir einen Rat geben? Wissen Sie vielleicht ein gutes Medikament? Oh, passen Sie bloß mit Medikamenten auf. Damit habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und was würden Sie mir empfehlen? Schritt B, B2. A. Nicht krank und nicht gesund. Das ist unser heutiges Thema in der Funksprechstunde. Und am Telefon begrüße ich unsere nächste Anruferin. Hallo? Ja, guten Tag. Hier spricht Frau Müller-Nagy aus Mannheim. Guten Tag. Was fehlt Ihnen denn, Frau Müller-Nagy? Ach, wissen Sie, Herr Dr. Wirth, mir geht's einfach nicht gut. Ich fühle mich nicht so richtig krank, aber mein Rücken tut mir weh. Ich bin oft ziemlich nervös und manchmal habe ich tagelang schlimme Kopfschmerzen. Waren Sie mit Ihren Beschwerden schon mal beim Arzt? Ja, aber mein Hausarzt konnte überhaupt nichts finden. Schritt B, B2. B. Nicht krank und nicht gesund. Das ist unser heutiges Thema in der Funksprechstunde. Und am Telefon begrüße ich unsere nächste Anruferin. Hallo? Ja, guten Tag. Hier spricht Frau Müller-Nagy aus Mannheim. Guten Tag. Was fehlt Ihnen denn, Frau Müller-Nagy?
Ach, wissen Sie, Herr Dr. Wirt, mir geht's einfach nicht gut. Ich fühle mich nicht so richtig krank, aber mein Rücken tut mir weh. Ich bin oft ziemlich nervös und manchmal habe ich tagelang schlimme Kopfschmerzen. Waren Sie mit Ihren Beschwerden schon mal beim Arzt? Ja, aber mein Hausarzt konnte überhaupt nichts finden. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, sowas kann eine ganze Menge Ursachen haben. Sitzen Sie viel? Ja, natürlich. Ich bin Sachbearbeiterin und arbeite fast nur am Computer. Aha. Und wie lange arbeiten Sie durchschnittlich? Na, den ganzen Tag. Oft auch abends. Wissen Sie, wir haben oft wahnsinnig viel zu tun. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie arbeiten den ganzen Tag am Computer und machen oft auch noch Überstunden? Ja, bei uns in der Firma geht das gar nicht anders. Und heutzutage ist man ja froh, wenn man Arbeit hat, nicht wahr? Machen Sie denn auch mal Pausen? Gehen Sie ab und zu an die frische Luft, machen einen Spaziergang oder so? Ach, würde ich ja gern. Aber wann? Ich habe doch keine Zeit. Tagsüber arbeite ich und wenn ich abends heimkomme, esse ich gerade noch schnell was, guck vielleicht ein bisschen fern und das war's dann. Mehr schaffe ich einfach nicht. Sie sagten, Sie essen schnell was. Darf ich fragen, was Sie essen? Ja, also ehrlich gesagt, meistens mache ich mir was in der Mikrowelle heiß. Oder ich nehme mir auf dem Heimweg eine Pizza mit. Und wie steht's mit dem Trinken? Was trinken Sie den Tag über? Naja, zum Frühstück brauche ich Kaffee. Und in der Firma dann, ja, eigentlich auch meistens Kaffee. Vielleicht mal eine Cola dazwischen. Rauchen Sie? Ja, schon. Aber nur ganz leichte Zigaretten. Wie viele sind's denn pro Tag? Weiß nicht. Eine Schachtel? Ja, ungefähr eine Schachtel am Tag. In der Arbeit merkt man ja gar nicht, wie viel man raucht. Schritt B, B4. Tja, ich denke, Ihre Lebensgewohnheiten, Frau Müller-Nagy, sind für viele Menschen heutzutage typisch. Wenig Bewegung, viel Computerarbeit, viel Stress, ungesunde Ernährung und dazu dann oft auch noch das Rauchen. Kein Wunder, dass sich unser Körper dagegen wehrt. Wir sind nervös, fühlen uns unwohl, hier und da tut was weh. Wir sind noch nicht richtig krank, aber auch nicht mehr wirklich gesund. Wenn wir jetzt nicht auf die Alarmsignale unseres Körpers achten, kann das über kurz oder lang zu schweren Erkrankungen führen. Oh Gott, was bedeutet das? Ich meine, was kann ich denn jetzt tun? Sie sollten Ihre Lebensgewohnheiten umstellen, Frau Müller-Nagy. Ja, aber wie? Ich empfehle Ihnen zunächst mal, dass Sie während Ihrer Arbeit am Computer alle 2 Stunden eine Pause machen. Das ist übrigens auch arbeitsrechtlich vorgeschrieben. Am besten stehen Sie auf und machen einige Entspannungsübungen für den Rücken und den Nacken. Was denn für Übungen? Informationen dazu bekommen Sie kostenlos bei Ihrer Krankenkasse, bei Ihrem Arzt oder im Internet. Aha. Und dann sollten Sie auch unbedingt für mehr Bewegung sorgen. Gehen Sie jeden Tag eine halbe Stunde spazieren und machen Sie am Wochenende Sport, zum Beispiel in einem Fitnesscenter oder im Sportverein. Vielleicht haben Sie ja eine Lieblingssportart. Ich war früher recht gut im Schwimmen. Na, sehen Sie, das ist doch ein sehr gesunder Sport. Damit sollten Sie unbedingt wieder anfangen. Ich bin sicher, dass Ihre Kopf- und Rückenschmerzen dadurch sehr bald besser werden. Gut, das werde ich jetzt mal ausprobieren. Nächster Punkt, die Ernährung. Sie wissen selbst, dass viel Kaffee, Fertiggerichte und Fastfood auf Dauer nicht gesund sind. Ja schon, aber zum Selberkochen habe ich halt keine Zeit. Sie brauchen abwechslungsreiche Vollwertkost. Viel frisches Obst, Gemüse, Milchprodukte, Vollkornbrot, dazu Mineralwasser oder Früchtetee. Das macht alles nicht viel Arbeit, kostet auch nicht viel Zeit und schmeckt sogar gut. Es gibt übrigens spezielle Ernährungsprogramme für Berufstätige. Auch dazu bekommen Sie kostenlos Informationen bei Ihrer Krankenkasse. Das ist aber ganz schön viel, was ich da ändern soll. Tja, und dabei bin ich noch immer nicht am Ende, Frau Müller-Nagy. Das Wichtigste habe ich für den Schluss aufgehoben. Das Rauchen. Für Ihre Gesundheit ist das mit Abstand die gefährlichste Angewohnheit. Ich bitte Sie, hören Sie damit so schnell auf wie möglich, okay? Ich werde es versuchen. Vielen Dank, Herr Dr. Wirt. Sehr schön. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Auf Wiederhören, Frau Müller-Nagy. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Anrufer machen wir jetzt wieder ein paar Takte Musik. Schritt C, C5. So, wir röntgen jetzt Ihr Knie. Habe ich Sie richtig verstanden?
Mein Knie muss gerönt werden? Ja, genau. Schritt D2. 1. Fester Wille? Letzte Zigarette? Packung wegwerfen? Ach was, habe ich doch alles schon probiert. Bei mir funktioniert sowas nicht. 2. Genau, das darf ich heuer nicht vergessen. Sonst liege ich wieder 3 Wochen lang flach wie letzten Winter. Sowas kann ich mir dieses Jahr einfach nicht mehr erlauben. Wann ist der Termin? Mittwochvormittag? Okay. 3. Kein Kurs, keine festen Termine. Klingt doch ganz gut, oder? Und ein paar Pfund abnehmen, das wäre wirklich gar nicht so schlecht. 4. Hey, das ist ja interessant. Ob das wirklich klappt? Mensch, da könnte ich mir in Zukunft die vielen Schmerztabletten sparen. Ich glaube, da rufe ich mal an. Schritt E, E3. Hallo, hier ist wieder Frank Schubert mit Jau oder Ciao, dem coolen Ratespiel von Radio Extra. Am Telefon begrüße ich meine 2 Kandidaten. Jenny aus Magdeburg. Hallo, Jenny. Hallo. Und Martin aus Ulm. Hi, Martin. Hallo, Frank. Ihr kennt das Spiel. Es geht wie immer um Forschung und Wissenschaft. Ich stelle Behauptungen auf und ihr müsst entscheiden, ist das, was ich gesagt habe, richtig oder ist es falsch? Wer glaubt, dass meine Behauptungen stimmt, der sagt Jau. Und wer glaubt, dass ich nur Quatsch erzählt habe, der sagt Ciao. Seid ihr soweit? Okay. Dann können wir ja anfangen. Ach nein, halt. Moment. Ihr wollt vorher sicher noch wissen, was ihr gewinnen könnt, oder? Ja, klar. Dann haltet euch gut fest. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt einen Einkaufsgutschein der Firma Discoland im Wert von 400 Euro. Wow! Irre. Also Jenny, Martin, seid ihr bereit? Ja. Ja. Und hier kommt meine erste These. Wer viel lacht, lebt länger. Na, ist das richtig oder falsch? Jenny. Ja. Jenny sagt ja. Und Martin? Ich sag ciao. Martin sagt ciao. Und was sagt die Wissenschaft? Wer oft lacht, hat gute Chancen auf ein langes Leben. Eine Minute Lachen ist so gesund wie 45 Minuten Entspannungstraining. Da könnt ihr mal sehen, mit Humor lebt man länger. 1:0 für Jenny. Und wir machen gleich weiter mit der 2. Behauptung. Der Schlaf vor Mitternacht ist am gesündesten. Ist diese These richtig oder falsch? Martin? Nee, das glaube ich nicht. Ich sag ciao. Und was sagst du, Jenny? Ist der Schlaf vor Mitternacht gesünder als der danach? Schwierig. Na gut, ich sag jau. Jau oder ciao? Wer hat recht? Ganz egal, ob man um 8 ins Bett geht oder um 12, die ersten paar Stunden Schlaf sind die wertvollsten. Also, wer erst um Mitternacht müde wird, braucht trotzdem keine Angst zu haben, dass er den besten Schlaf verpasst. Tja, das war ganz ausgeschlafen von dir, Martin. Zwischen Jenny und dir steht es jetzt 1:1. Und es geht gleich weiter mit These Nummer 3. Ich behaupte, alte Männer sind dümmer als alte Frauen. Na, Jenny, stimmt das? Ich bin eine Frau und sag jau. Und das reimt sich sogar. Wow! Was ist mit dir, Martin? Glaubst du auch, dass alte Frauen klüger sind als alte Männer? Nö, so ein Quatsch. Ich sag natürlich ciao. Du sagst ciao, Martin? Aber was sagt die Wissenschaft? Alte Frauen sind im Durchschnitt klüger als alte Männer. Bei einem Test mit über 85-Jährigen hatten 41% der Frauen ein gutes Gedächtnis. Bei den Männern waren es nur 29%. Auch bei schweren Aufgaben hatten die Frauen bessere Ergebnisse als die Männer. Na, zum Glück sind wir noch nicht alt, was, Martin? Vor der letzten Frage schauen wir noch mal schnell auf den Punktestand.
Jenny hat 2 Punkte. Martin hat 1 Punkt. Martin, du kannst noch ein Unentschieden daraus machen, wenn du jetzt 1 Punkt machst und Jenny keinen. Also aufgepasst! Hier kommt meine These Nummer 4. Stress macht die Zähne kaputt. Na, ist das wirklich wahr? Jenny. Ich sage ja. Und du, Martin? Dann sage ich ciao. Jetzt wird's spannend. Jenny Jau, Martin Ciao, wer hat recht? Menschen mit viel Stress haben schlechtere Zähne. Amerikanische Ärzte haben entdeckt, dass Stress die Chemie im Mund verändert. Dadurch bekommt man leichter Karies und andere Zahnerkrankungen. Boah, ich spüre richtig, wie meine Zähne schlechter werden. Jenny, 3-1, du bist unsere heutige Siegerin bei Jau oder Ciao. Super! Und du hast knapp verloren, Martin. Schade. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch an Jenny. Na, das ist doch ein tolles Schlusswort, oder? Da sage ich nur noch Tschüss, bis morgen bei Jau oder Ciao. Lektion 4 Sprachen Folge 4 Görestase Venusstraße, Merkurstraße, Jupiterstraße, Pizza Mafioso, Harald Bonemann, Marsstraße 12. Marsstraße. Marsstraße. Marsstraße G8. Dann sieht er schrecklich aus. C, D, G, F, G. Da brauchen wir bald mal einen neuen. G6, G7, G... Na. Hallo? Hallo? Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo hier die Marsstraße ist? Tut mir leid, kann ich sprechen. Was? Kann ich sprechen? Entschuldigung, wenn Sie etwas deutlicher sprechen würden, könnte ich Sie besser verstehen. Ich kann nicht sprechen. Ach so, Sie können nicht sprechen. Genau. Ich suche die Marsstraße. Wissen Sie vielleicht, ob die hier in der Nähe ist? Über die Goethestraße. Wie bitte? Goethestraße. Görestase? In Goethe. Goethestraße. Ach, Goethestraße. Ja, ja, über die Görestraße. Meinen Sie damit, dass ich auf die andere Seite der Goethestraße fahren soll? Ja. Tatsächlich? Sind Sie sicher, dass die Marsstraße dort drüben ist? Ja. Aber schauen Sie, hier ist die Jupiterstraße und da hinten sind die Merkurstraße und die Venusstraße. Der Mars ist doch auch ein Planet, nicht wahr? Ja, aber... Sehen Sie, deswegen denke ich mir, dass die Marsstraße hier irgendwo sein muss. Aber, hören Sie? Meinen Sie nicht? Sie müssen über die Görestraße. Sehr nett von Ihnen, dass Sie mir trotz Ihrer Erkältung helfen. Kein Problem. Du willst doch eine Apotheke. Wie? Ja, Apotheke. Oh, das klingt ja schrecklich. Hier, nehmen Sie eins. Das ist gut für den Hals.
Apotheke. Ach so, jetzt verstehe ich. Wegen der Apotheke sind Sie mitgefahren, nicht wahr? Ja, Marschapotheke in der Marschstraße. Na prima. Also tschüss dann und gute Besserung noch. Ja, danke. Marsstraße 12. Puh. Schritt B, B1. A. Göhrestraße. Göhrestraße? Nein, Goethe. Goethestraße. Ach, Goethestraße. Ja, ja, über die Göhrestraße. Meinen Sie damit, dass ich auf die andere Seite der Goethestraße fahren soll? Ja. B. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo hier die Marsstraße ist? Tut mir leid, kann ich sprechen. Wie bitte? Ich kann nicht sprechen. Ach so, Sie können nicht sprechen. Genau. Schritt B, B2. Gespräch 1. Frau Ott, hören Sie bitte. Ja? Sie bekommen in den nächsten Tagen mit der Post die Einstellung des Straßenverkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens und dann... Was? Moment mal, das letzte Wort habe ich nicht verstanden. Was bekomme ich? Die Bestätigung der Einstellung Ihres Straßenverkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens. Stopp, stopp, stopp! Sie sprechen so schnell! Könnten Sie das bitte noch mal langsamer sagen? Ihr Straßenverkehrsordnungswidrigkeitsverfahren. Es ist eingestellt. Tja, tut mir leid, aber ich verstehe Sie immer noch nicht. Was soll denn das heißen? Was meinen Sie damit? Können Sie mir das nicht mit einem einfacheren Wort erklären? Ja, es ist eben eingestellt. Das Verfahren, es ist vorbei. Es ist aus. Es geht nicht mehr weiter. Ach so? Bedeutet das, dass ich das jetzt alles bezahlen muss? Nein. Also, was muss ich denn jetzt bezahlen? Nichts. Das Verfahren ist eingestellt. Aber nächstes Mal parken Sie nicht mehr in der zweiten Reihe, ja? Sonst wird's teuer. Gespräch 2. Na, dann wollen wir mal sehen. Warten Sie mal. Also, Sie können am 10.11. um 11 kommen? Mhm. Oder, Moment. Am 11.11. um 10? Ja, nee, Moment. Am 11. geht's doch erst um 10:30. Ich dachte jetzt eigentlich, da hätte jemand abgesagt. Ah. Oder wollen Sie lieber am 15.? Das ginge auch. Mhm. Aber nur nachmittags, ab 15 Uhr. Entschuldigung. Meinten Sie jetzt, ich kann morgen kommen? Was? Ich habe Ihnen doch gerade gesagt... Es tut mir leid. Ich kann Sie so schlecht verstehen. Könnten Sie die Termine bitte nochmal wiederholen? Ja, also das war der 10.11. um 11 Uhr. Ja, aber 11.11. um 11. Moment mal. Der 10.11., das ist doch morgen. Das heißt also, ich kann doch schon morgen kommen. Ja, aber um 11. Na, das passt doch wunderbar. Dann also bis morgen um 11. Schritt C, C2. A. Im Leben weiterkommen, einen interessanten Beruf ausüben, Menschen kennenlernen, Karriere machen. Nicht nur dafür braucht man in unserer globalisierten Welt gute Fremdsprachenkenntnisse. Egal ob Italienisch, Deutsch, Chinesisch oder Arabisch, zwei Sprachen zusätzlich zur Muttersprache sollten es schon sein. Das fordert zumindest die Europäische Union von ihren Bürgern. Und sie liegt damit offenbar im Trend, denn die Sprachkurse an Universitäten und Volkshochschulen haben großen Zulauf. Welche Fremdsprache lernen Sie und was ist Ihr Motiv? Das wollten wir von Sprachlernern an der Volkshochschule Frankfurt wissen. Unser Reporter Hajo Axmann hat sich umgehört. Hier sein Bericht. B. Im Leben weiterkommen?
einen interessanten Beruf ausüben, Menschen kennenlernen, Karriere machen. Nicht nur dafür braucht man in unserer globalisierten Welt gute Fremdsprachenkenntnisse. Egal ob Italienisch, Deutsch, Chinesisch oder Arabisch, zwei Sprachen zusätzlich zur Muttersprache sollten es schon sein. Das fordert zumindest die Europäische Union von ihren Bürgern. Und sie liegt damit offenbar im Trend, denn die Sprachkurse an Universitäten und Volkshochschulen haben großen Zulauf. Welche Fremdsprache lernen Sie und was ist Ihr Motiv? Das wollten wir von Sprachlernern an der Volkshochschule Frankfurt wissen. Unser Reporter Hajo Axmann hat sich umgehört. Hier sein Bericht. Hallo, Sie haben sich gerade für einen Spanischkurs eingeschrieben. Darf ich Sie fragen, warum? Warum wir Spanisch lernen? Weil mein Mann und ich da schon seit Jahren in Urlaub hinfahren. Und weil es langsam peinlich wird, dass wir uns mit den Leuten dort kaum verständigen können. Und warum lernen Sie hier in der Volkshochschule? Tja, wir haben einen Abendkurs gesucht. Am besten ganz in unserer Nähe und... Aus diesem Grund haben wir uns dann vor einem halben Jahr für die VHS entschieden. Das ist jetzt unser zweiter Kurs. Ah, also waren Sie mit dem ersten zufrieden? Ja, ja. Das ist ja nicht nur die Sprache, sondern auch, wie die Leute so leben und denken. Ihre Kultur halt. Wissen Sie, darum ist das ja so interessant. Und ist ja auch wichtig. Es geht zwar etwas langsam vorwärts, aber wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Daher haben wir es auch gar nicht mehr so eilig. Vielen Dank. Bitte, bitte. Bitte, keine Ursache. Entschuldigung? Ja, bitte? Darf ich fragen, für welchen Kurs Sie sich gerade eingeschrieben haben? Für einen Deutschkurs. Ach ja, woher kommen Sie denn? Ich komme aus Brasilien. Ah, Sie sprechen aber schon ziemlich gut Deutsch. Oh, vielen Dank. Ja, ich habe in Brasilien eine deutsche Schule besucht. Aber jetzt möchte ich mein Deutsch noch etwas verbessern. Ich brauche das für meinen Beruf. Was arbeiten Sie denn? Ich bin in der Hotelbranche tätig. Da legt man großen Wert auf gute Aussprache und so weiter. Dann viel Erfolg und vielen Dank. Danke auch. Gerne. Entschuldigen Sie? Ja, bitte? Sie schreiben sich gerade für einen, Arabischkurs ein. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Ich lerne seit 1,5 Jahren Arabisch. Darf ich Sie fragen, warum? Weil mein Freund aus Nordafrika kommt. Und er kann kein Deutsch? Doch, ziemlich gut sogar. Wissen Sie, mir ist es sehr wichtig, dass ich seine Sprache genauso verstehe, wie er meine. Ach so. Und deswegen lerne ich eben Arabisch. Verstehe. Na dann, weiterhin viel Erfolg. Danke. Entschuldigung? Ja, was ist? Machst du auch einen Sprachkurs hier? Ja, ich lerne Türkisch. Türkisch? Hey, einfach so oder hast du einen bestimmten Grund? Ich habe sogar gleich mehrere Gründe. Aha. Erstens möchte ich nach dem Abi ein Praktikum in der Türkei machen, in einem Hotel oder so. Zweitens habe ich eine Menge türkische Freunde. Und außerdem finde ich Türkisch einfach voll cool. Ah ja, vielen Dank für die Info. Okay. Sie hören es selbst. Es gibt eine Menge Gründe, Sprachen zu lernen. So viel von hier aus der VHS Frankfurt. Und damit zurück ins Funkhaus. Schritt D. D2. 1. Was machst du denn? Gib mir bitte den Fleischstück. Fabian, magst du noch ein Tour? So, und jetzt singen wir das Lied noch einmal. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. 2. Ah, Umleitung. To je zaobilaznica. To znači da ne možeš stići direktno, nego moraš ići zaobilaznim putem. Oh, Baumschule. Ja, ja, Baumschule, rasadnik. Tamo možeš kupiti mlade sadove. 3. Super, das hast du wirklich gut hinbekommen. Ach, danke. Schritt E,
E2. Du, Anna, kannst du mir helfen? Ja, was ist denn, Sarah? Meine Tasche ist weg. Was? Na, die finden wir bestimmt gleich wieder, ja? Ja, ja, ja! Was sich hier wie eine ganz normale Szene aus dem deutschen Kindergartenalltag anhört, ist in Wirklichkeit das Ergebnis eines ebenso ungewöhnlichen wie erfolgreichen Vorschulprojekts. Denn Sarah konnte kein Wort Deutsch, als sie vor einem Jahr in den Kindergarten kam. Es ging ihr wie vielen anderen ausländischen Kindern, die mit erheblichen Sprachproblemen in Deutschland aufwachsen müssen. Aber Sarah hatte Glück. Ihr Kindergarten beteiligt sich am Projekt Sprachkurse für Kinder. Seit 1998 bieten wir hier in unseren Kindergärten gezielt Sprachkurse für Kinder an. Wir haben ja das Problem, dass in vielen ausländischen Familien zu Hause nur die Muttersprache gesprochen wird. Dadurch lernen die Kinder so gut wie kein Deutsch. Und das wird spätestens dann zum echten Problem, wenn sie in die Schule kommen, sagt Hanna Spohr, die Projektleiterin. Mit einer Stunde Kindersprachkurs pro Woche haben sie und ihre Kolleginnen inzwischen schon vielen ausländischen Kindern den Start in die Schule erleichtert. Wie funktioniert der Deutschunterricht im Kindergarten? Wir beginnen unsere Deutschstunde meistens mit dem Zaubersack. Das ist ein ganz normaler Sack, in den wir vorher verschiedene Gegenstände gelegt haben, zum Beispiel einen Teddybär, einen Apfel, einen Hausschuh und so weiter. Die Kinder müssen zuerst fühlen, was in dem Sack ist, und danach müssen sie es auf Deutsch sagen. So erweitern wir ganz spielerisch ihren Wortschatz. Wir arbeiten auch sehr viel mit Bildern und natürlich mit Liedern. Und so fühlt sich Sarah nun auch richtig wohl im Kindergarten. Obwohl die Kinder, die nicht so gut Deutsch können, noch immer eher zusammenspielen. Aber auch das ändert sich. Ich habe also mehr diese Freundinnen, die aus einem anderen Land kommen. Weil da verstehen sie mich, wenn ich was falsch sage. Aber Deutsche, dann, die verstehen mich nicht so gut. Weil die ja keine Fehler machen. Uns ist es wichtig, die Kinder überhaupt fürs Sprechen und Sprachenlernen zu sensibilisieren. Sie sollen ja Deutsch und ihre Muttersprache lernen und dabei von Anfang an spüren, dass die Mehrsprachigkeit für sie eine Chance, etwas Positives ist. Deshalb legen wir zum Beispiel großen Wert darauf, dass die Kinder ihre Hausaufgaben zusammen mit ihren Eltern machen. Da können sie zeigen, was sie im Sprachkurs gelernt haben. Und die Eltern lernen gleich auch noch ein bisschen mit. Der Erfolg gibt den Initiatoren recht. Viele Teilnehmer der Kindersprachkurse fanden sich später im Schulalltag wesentlich besser zurecht als ausländische Kinder, die keinen Kurs gemacht haben. Ich finde das lernen lustig. Aber Papa ist manchmal sauer, weil ich besser Deutsch kann.